Oder gucken, würde der Deutsche sagen, gucken. Gurken. So. Nehmen wir uns eins mal das jetzt her. Das wird schon passen. Ich brauche jetzt unbedingt ein Schild mit guter magischer Verteilung, weil ansonsten schaffen wir diesen verdammten Schmetterling überhaupt nicht. Weil er macht nur rein magische Angriffe. Wenn wir jetzt kein Schild haben, wo jetzt nichts Magisches blockt, dann ist es, glaube ich, verständlich, dass wir da nicht weit kommen bei dem Teil. Und bin ich noch so gewohnt vom anderen Spielstand, dass ich die alle one-hitte. Ich glaube, wir bleiben vom Schadensoutput her doch noch beim geraden Drachenschwert. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr. Schwupp. Ja, fast das Doppelte. Oh. Moos. Oh, gut. Die werden wir dann für Schandstadt unbedingt brauchen. Denn in Schandstadt, da gibt's so ein paar Typis, die werfen gerne mit so, naja, sagen wir mal, Toxin um sich, ne? So. Ich sag nur zwei Schläge, die ich brauche. Oh mein Gott! So, dann gehen wir hier kurz ins Finsterwurzbecken. Finsterwurzbecken. Ah, der war so schlecht. Ach, meine Güte. Weil da gibt es dann auch eine Abkürzung ins Tal der Drachen. Die habe ich, glaube ich, schon im LP gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich recht entsinne. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Das ist gerade Interesse halber. Eine halbe Stunde. Was sagt der PC? Ja, der PC sagt, er hat noch genug Speicher. Das ist gut. Wie gesagt, wir könnten uns dann wirklich noch an der Motte versuchen. Schmeckt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh sein soll. Roll up. Mit Stil runtergerollt. So. Sonst hätten wir vielleicht nicht den Händler killen sollen. Oder aber wir können noch eine Ausweichmöglichkeit verwenden in diesen Griggs of Winheim, den wir gerettet haben. Okay, das habe ich schon. Habe ich das Schild hier nicht? Das ist mit Verlaub ein kleines Bitzele komisch. Aber nur ein kleines Bitzele. Magie. Okay, denn ich habe einen Plan. Schauen wir mal, wie viel Magie habe ich denn? Intelligenz. Der Intelligenz ist nicht hoch bei mir. Das ist nichts gut. Das ist gar nichts gut. Versuchen können wir es ja mal, wenn der Schaden uns gegenüber zu hoch ist, dann verwenden wir einfach einen Heimkehrknochen und dann hat sich die Sache. Punkt. Pünktchen, Pünktchen, Punkt. So. Das Ganze rauflaufen, das war jetzt alles geplant, das mache ich nicht, um das LP in die Länge zu ziehen. Nee. Ach, meine Güte. Es wäre halt eben sehr von Vorteil, wenn wir diese verdammte Glut kriegen könnten. Weil damit können wir dann Waffen, wenn wir denn so wollen, noch mit einem heiligen Schaden versehen. Wenn wir jetzt Astoras Schwert, was ein bisschen heiligen Schaden reißt, was brauchen wir dann für die Katakomben? Da werde ich jetzt auch nicht zu weit gehen. Ich werde wahrscheinlich dann den Boss machen, wenn ich dort bin. Eben damit wir dann das Rite of Kindling kriegen, mit dem wir dann die Bonfire anfachen können, damit wir so mal 20 Estus-Flakons, also die doppelte Menge von dem, was ich jetzt gerade habe, mit uns rumschleppen können. Das ist unter Umständen nicht gerade eine blöde Idee. Zack, zack. Ist mir jetzt wusste, wenn ich ein bisschen Schaden kassiere, denn vorne gibt es ein verstecktes Bonfire. Hollerwind, da habe ich ein Fett, ne. Also Glück, muss ich sagen. Ich rutsche immer wieder mein Dialekt dran. Das ist, naja. So. Hierfür bräuchten wir dann 20.000 Seelen, damit wir diese Tür öffnen können. Und es war, glaube ich, hier. Yeah. I've got a bonfire like Jäger. Das muss ich dann mal gucken, tun. Wie sieht's denn um meine Zauber aus? Ich hab gar keine Zauber im Inventar. Okay. Da kommen wir nicht lang, aber da können wir runtergehen. Sollte man zumindest. Okay.
Und nix wie weg hier. Es wäre eben Pyromantie gut, weil diese Drecksäcke extrem feueranfällig sind. Aber ich könnte einfach eine Brandbombe werfen. Okay, ich werfe einfach eine Brandbombe, komm schon. Ich bin nicht böse, nein, ich bin nur diabolisch. So, hier Moosklumpen, hier Moosklumpen. Jetzt muss ich auch mal schauen, Interesse halber, wie viel wir von diesen Seelen-Items haben. 5 Stück. Was zum? Wie viel Menschlichkeit? Boah, ho, ho. Insgesamt 21 Menschlichkeit, also 26 Menschlichkeit hätten wir momentan zur Verfügung. Bistele, Chat. Das ist mit Verlaub ein bisschen viel. Mehr als gedacht. Ich glaube, du bist ein lebendiger Baum. Ja, du bist ein lebendiger Baum. Oh Gott. Ich hoffe aber, der macht mir keinen Schaden. Das ist mir jetzt auch erst jetzt aufgefallen, weil ich das in einem Video gesehen habe. Das habe ich bei meinem ersten Spieldurchlauf mit einem anderen Charakter gar nicht gemacht, nicht realisiert, dass da lebendige Bäume durch die Gegend stachsen. Der verwendet ein Wunder. Wunder zum Funkelzauber. Das Wunder werden wir gleich mitkriegen hier. Sind wir ein bisschen lahmarschig, aber es ist schon... Nein, es ist noch nicht abgeklungen. Einfach abwarten und Tee trinken. Die sind eigentlich relativ einfach, wenn man das Angriffsmuster heraus hat von diesen Typis. Sehen wir, dass das doch relativ flott geht. Locker flockig geht das von der Hand. Von denen kriegt man auch übrigens ein 20-Kilo-Schild, den man einfach mal so casual mit sich tragen kann, wenn man denn so will. Ein Baum treten. Ja, das wird viel bringen. Ah! Da ist irgendwas aus dem Baum rausgekommen. Wir gehen einmal vorsichtshalber auf Abstand und schießen ganz bedacht mit Pfeilen drauf, während wir unserem vorherigen Gegner in den Schritt treten. Was zum Teufel ist denn das für ein Vieh? Ich glaube, das sind so Frösche. Nee, nee, nee! Okay. Was zum Teufel war das für ein Vieh? Jetzt hat man komplett... Geht's hier noch weiter? Ach du Kacke. Das Gebiet unten kenne ich gar nicht, da bleiben ein, zwei Mal fern. Und das sieht jetzt ein bisschen komisch. Naja, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. So. Das ist so richtig mies. Immer erst aufstehen, wenn man zu nahe kommt. Bah! Ich das gehasst habe beim ersten Mal spielen. Finsterwurz Garten ist ja eigentlich ein ganz, ganz gemeines Örtchen, wo man nicht gerne bleibt. So, weißt du was? Ich habe nicht umsonst Pfeil und Bogen dabei. So. Jetzt hat der Herr wieder seine wunderbaren Wunder gewirkt. Die mich eigentlich im feuchten Dreck interessieren, weil sie eh gleich wieder abklingen. Aber sein Schwert ist eigentlich ziemlich awesome. Das hätte ich gerne, auch wenn ich jetzt ein Dex-Bild angehe. Weil mir Zweihandwaffen in Dark Souls einfach doch zu schwerfällig sind. Jetzt außer die Hellebarden. Die gehen eigentlich super als Zweihandwaffen. Da sie relativ gute Reichweite haben und teilweise auch schnell sind. Vor allem eben die Sense, die ich anstrebe. Die ist irrsinnig schnell. Elite-Ritterrüstung. Ah, genau das, was ich anhab. Cool. Ich wollte dann eigentlich auch noch zum Untoten-Asyl zurückkehren, damit wir uns den rostigen Ring holen. Ja, mal schauen, was wir halt alles noch so machen in dieser Aufnahme. Ey! Holla Wind! Mein Schild pariert ist eigentlich super. Das ist ja super. Weißt du, wie sinnlos dein Wunder gegen mich ist? Ich bin so ein mieser Drecksack. Ich bin jetzt aber echt dann dazu getemptet, diesen geheimen Weg dort unten weiterzugehen. Na! Jetzt übrigens auch einen kleinen Abstecher, den wir machen können. Oh Gott. Ah! Ich wusste es doch. Man ist in diesem Spiel nirgendwo sicher.
Nirgendwo. Permanent Versicherungsvertreter von allen Ecken in Form von Bäumen. So. Den muss man beim ersten Mal auch sehen. Das hat bei mir ein bisschen gedauert. Der macht nur normales Gift, okay. Eine große Bedrohung stellt das Ding jetzt auch nicht dar. Kann ich diesen Baum töten? Nee, das ist gut. Die Partisane. Wie fällt es sich hier eigentlich? Okay. Okay. Muss ich immer alles austesten und eruieren? Hier war nichts, ne? Ja, bist mal du. Jo, da bist du. Da bist du. So. Ein bisschen aus der Reserve locken. Ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen haben und natürlich sofort aufs Maul kriegen, das ist Priorität Nummer 1. 1, 2. Oh, komm schon. Das war fies. Sowas macht man nicht. Zumindest nicht mit seinen Freunden. Aber ich glaube nicht, dass wir Freunde sind. Da, auch wieder so ein Vieh. Okay. Und da haben wir unseren letzten Ritter, bevor es zum Schmetterling geht. Bin ich wirklich gespannt, wie das ablaufen wird. Ah, je. So. Der wägt sich mal in Sicherheit. Püppelde. Hab ich ganz auflanden. Ich habe jetzt echt Angst vor diesem Kackschmetterling. Was ich natürlich dazu sagen muss, wo ich ihn gemacht habe, hatte ich eine Rüstung an, die nicht unbedingt gut auf magische Abwehr geskillt war. Aber das werden wir gleich sehen. So. Dann rüsten wir uns mal um. Magieabwehr 8, Magieabwehr 10. Weil er macht eigentlich, wie gesagt, nur magischen Schaden. Magieabwehr 27, wie viel haben wir da? 20, 27. Das wird dann doch wahrscheinlich einen ziemlichen Unterschied machen. 12, 16. Wie viel haben wir hier? 8. Zaubererstülpen, Zaubererstiefel, Magieabwehr 19, schwarze Nähstiefel, Magieabwehr 19. Wow, sieht das aus jetzt? Oh, das... I'm sexy and I know it. So. Ich habe ein ich habe ziemliche Angst jetzt davor. So ein verkackten Mondlichtschmetterling. Wo er eigentlich einer der coolsten Gegner ist, von dem wie er aussieht und wie er rüberkommt. Hallo. Okay, das, ich glaube, es ist machbar. Ja, das sieht super aus. Ich mache mir da so Sorgen. Heiliger Bimbam. Okay. Was machst du? Das ist einfach so ein bisschen ein Wartespielchen. So, Flakönchen fürs Böhnchen. Man muss einfach nur warten, bis er sich dann an die Brücke setzt, weil jetzt mit dem Bogen, während er permanent mit Spells auf uns schießt, anzufangen wäre, glaube ich, nicht gerade das Gesündeste, was man in so einer Situation machen sollte. Und dem können wir auch gekonnt ausweichen, wenn wir genug Platz haben. Das ist gut. Jetzt komm schon, geh zur Brücke. Zur Brücke! Komm schon. Jungens. Au ja. Jetzt gibt's Fett aufs Maul. Ich glaube, der macht gleich, ja. Dann macht's Bumm. Firing my laser. Ganz kurz, alle, hopp. Gerade weil ich es kann. Immer wenn man so eine stark magisch verteidigte, eine Rüstung und ein Schild am Ende, was stark auf Magieverteidigung geht, dann hat man hier überhaupt keine Probleme. Es sei denn, man ist ein Parameter Vollpfosten wie ich, der die ganze Zeit, oh mein Gott, nein, ich werde nicht schaffen. Nimm. So. Ah, da.
Ich finde ihn eigentlich vom Designer extrem schön gemacht.